Okay, dann können wir uns in der verbleibenden Zeit noch ganz gut diese Aufgabe 6 anschauen. Also gerade schon diskutiert, da sollen 20 Kubikmeter Wasser hochgepumpt werden, nämlich in einer Zeit von einer Stunde und zwar 25 Meter hoch. So, und das macht man natürlich mit einer Pumpe. Und von dieser Pumpe ist ein Wirkungsgrad gegeben, den nenne ich mal Eta und P für Pumpe, das sollen 70% sein, richtig? Und dann braucht man natürlich noch was, was die Pumpe antreibt, nämlich einen Elektromotor oder einen Motor. Und der Motor hat auch einen Wirkungsgrad Eta M. Der ist ein bisschen größer. Elektromotoren haben einen ziemlich guten Wirkungsgrad, deswegen sind ja Elektroautos und Elektrofahrzeuge auch so effizient. Der soll 90% sein, was jetzt nicht so super gut ist, aber auf jeden Fall schon ganz brauchbar. So, und was soll man jetzt ausrechnen damit? Was ist gesucht in der Aufgabe? Genau, die Leistung. Also schreibt man hier, das ist gegeben und gesucht ist die Leistung, und zwar die elektrische Leistung, die in den Motor reingeht. Ja, und die wollen wir natürlich in der Einheit einer Leistung ausrechnen, wie wir gerade schon diskutiert haben. Das sind wieder Watt. So, und jetzt kann man sich also bei der Aufgabe vielleicht noch eher wie eben so ein bisschen überlegen. Mal so größenordnungsmäßig. Ja, also wir haben 20 Kubikmeter Wasser, das ist so ein kleines Schwimmbecken voll. Und nehmen wir an, wir haben ein Grundstück am Hang. Ja, der Pool ist irgendwie oben, wo man eine schöne Aussicht hat, 25 Meter höher am Hang. Der Wasseranschluss ist aber unten und in einer Stunde kommen die Gäste. In einer Stunde muss der Pool voll sein, damit man planschen kann. Und wir haben eine Pumpe und wir haben Motor. Und naja, letztendlich, welche Leistung muss dieser Motor haben oder welche Leistung muss diese Pumpe haben, damit das jetzt funktioniert? Das ist das Problem der Aufgabe. So, und jetzt kann man ja mal so größenordnungsmäßig raten, naja, was sollte da wohl so in etwa rauskommen, so vom Gefühl her, wenn man ein Gefühl dafür hat. Wer hat ein Gefühl dafür? Also wenn man jetzt so wenn man in einen Baumarkt geht und eine normale Gartenpumpe kauft, so was hätte so eine normale Gartenpumpe, mit der man seine Regentonne oder so leer pumpt oder einen Wassertank leer pumpt, was hätten die so für Leistung? Können wir ja andersrum fragen, wenn man jetzt so eine handelsübliche Steckdose hat, ja, wo man so einen Schuko-Stecker reinsteckt, was kann man aus so einer Steckdose maximal an Leistung rausholen? Zwei 230 Volt ist die Spannung, ja, können wir wieder hier so eine kleine Nebenrechnung machen. Also hatten wir ja vorhin schon mal U mal I. So, und die Netzspannung sind 230 Volt. So, und im Normalfall wäre so eine Steckdose mit was für einem Strom abgesichert? Oder was für einen Strom kann man ja sinnvoll über so ein Kabel übertragen? Ja, 12 Ampere gibt es Steckdosen, 10 Ampere. In den meisten Fällen werden das 16 sein. Ich weiß nicht, ob jetzt hier irgendwas dran steht an unseren Steckdosen hier. Ja, steht dran, an welcher Unterverteilung das ist. Also üblicherweise sind das 16 Ampere. So, jetzt mal 230 Volt mal 16 Ampere rechnet, kommen da roundabout 3600 Watt raus. Also 3600 Watt ist die Leistung, die man maximal aus einer Steckdose rausbekommen kann. Und deshalb wird man keine Pumpen im normalen Baumarkt finden mit so einem normalen Stecker dran, die eben größer sind als das. Und meistens werden die kleiner sein, deutlich kleiner, ja, dass man eben auch eine Pumpe und ein Rasenmäher oder eine Pumpe und was auch immer an der gleichen Steckdose betreiben kann, ohne dass ständig die Sicherung rausfliegt. So, aber naja, also irgendwie sowas in dieser Größenordnung ein bisschen kleiner sollten wir ausrechnen. Ja? Wenn da jetzt nur ein paar Watt rauskommen oder ein paar Milliwatt rauskommen bei unserer Rechnung, wäre das irgendwie komisch, ja? Weil dann könnte ich das ja hier mit irgendwie so einem Smartphone-Akku betreiben. Das klingt irgendwie unlogisch, dass ich mit einem kleinen Smartphone-Akku 20 Kubikmeter Wasser in einer Stunde 25 Meter hochpumpe. So, ja? Genauso, wenn da jetzt irgendwie
Bei der Rechnung, die wir jetzt machen, wenn da Megawatt und Gigawatt rauskommen, wäre das auch irgendwie komisch. Ja, weil dann müsste man im Kraftwerk anrufen und sagen, ey Leute, ich will jetzt hier mal mein Pool füllen. Ja, seht mal zu, fahrt mal den anderen Reaktorblock hoch. Ja, ich ziehe jetzt hier gleich ein Gigawatt. Ja, das wäre irgendwie auch komisch. Also irgendwie was so im Kilowattbereich sollte da rauskommen. So, jetzt natürlich wieder die große Frage, wie rechnen wir das? Und jetzt habe ich das ja leider schon abgewischt von der vorigen Aufgabe, aber so ein paar Formeln, die wir da dran hatten, wo wir über die Einheiten nachgedacht haben, die waren auf jeden Fall sinnvoll zur Lösung dieser Aufgabe. Also Leistung, können wir uns erstmal überlegen, ist was? Arbeit pro Zeit, genau. Und wir wollen ja am Ende die elektrische Leistung haben. Wir müssen jetzt erstmal die Leistung ausrechnen, die an dem Wasser verrichtet wird. Und das ist ja die Arbeit, die an dem Wasser verrichtet wird. Schreibe ich jetzt kein Indiz dran, weil W mit Indiz W ist irgendwie, mit dem Index W ist irgendwie albern. Aber Arbeit pro Zeit. So, und Zeit haben wir schon mal als eine Stunde. So, jetzt geht es weiter. Welche Arbeit wird an dem Wasser verrichtet? Und das hatten wir im Prinzip gerade schon mal. Ja. Hier ist Wasser, ich hebe das Wasser hoch, ich verrichte Arbeit an dem Wasser, ich lasse es wieder runter, das Wasser verrichtet Arbeit an mir, aber ich verrichte wieder Arbeit an dem Wasser. So. Und die Arbeit, die ich an dem Wasser verrichte, ließ sich wie ausrechnen? M mal G war erstmal die Kraft, die auf das Wasser wirkt. Ja. Also ich kann eine Kraft ausrechnen, die auf das Wasser wirkt, das war M mal G. So, und wie sind wir von der Kraft auf die Arbeit gekommen? Kraft mal Weg. Ja, ich muss ja den ganzen Weg lang diese Kraft überwinden und dabei verrichte ich Arbeit. Also Arbeit, die Arbeit hier ist Kraft mal Weg und der Weg, den wir überwinden, das ist die Höhe. Und das eben pro Zeit. Und jetzt kann ich da noch die Kraft einsetzen. So. Und dann können wir das mal machen. Ja. Achso, und dann brauchen wir noch die Masse von dem Wasser. So, wie kriegen wir die Masse von dem Wasser raus? Sag mal. Wie kann ich aus dem Volumen eine Masse ausrechnen? Nee, das ist ja schon. Ich will jetzt nicht irgendwie ausrechnen, wie groß der Würfel ist, in das das reinpasst. Ich will sozusagen wissen, wie schwer das Wasser ist. Also, ja, ich will wissen, welche Masse das Wasser hat. So, was verknüpft, also wir wollen jetzt, ne, das ist das M für Meter, wir wollen aber Masse haben. In Kilogramm, so was verknüpft Masse und Volumen? Eine Dichte. Ja. So, Dichte schreibt man mit einem kleinen Rho. Dichte ist Masse pro Volumen und die Dichte von Wasser ist ein Kilogramm pro Liter und ja, ein Kubikmeter sind wie viel Liter? Nee. Machen wir nochmal. Ein Liter ist ein Kubikdezimeter. Genau, so, also das sind 1000 Liter. Und wenn wir das jetzt hier oben irgendwie mal noch einsetzen oder umändern, dann könnte ich auch eben schreiben, ne, ich könnte jetzt hier mit 1000 erweitern und hier unten mit 1000 erweitern, bleibt der Bruch der gleiche, weil ich die 1000 noch wegstreichen könnte. Und statt der 1000 Liter kann ich einen Kubikmeter schreiben. Also ist die Dichte von Wasser, kann man auch sagen, sind 1000
Kilogramm pro Kubikmeter. So. Und naja, wenn wir 20 Kubikmeter haben, haben wir eben 20.000 Kilogramm. Ja, weil ich kann ja nochmal jetzt irgendwie drunter hinschreiben. Also aus der Formel folgt natürlich, M ist Rho mal V. Ja, und wenn ich das einsetze, 20 Kubikmeter mal 1000 Kilogramm pro Kubikmeter, kürzlich nicht Kubikmeter weg, bleiben 20.000 Kilogramm über für die Masse. So, und die setzen wir jetzt hier ein. 20.000 Kilogramm mal G, das hatten wir vorhin schon, das sind 9,81 Meter pro Sekunde zum Quadrat. Das ist die Kraft. So, jetzt brauchen wir noch die Höhe. Das sind 25 Meter. Und wir müssen teilen durch die Zeit. Und als Zeit schreibe ich jetzt erstmal hin eine Stunde. So. Jetzt haben wir erstmal alle Zahlen, alle Einheiten abgeschrieben. Jetzt ist wieder die Sache, was sollte hier für eine Einheit rauskommen? Für die Leistung? Watt. So, wir sehen Kilogramm, Meter, Meter, Sekunde, Quadrat und eine Stunde. Sieht noch nicht so ganz aus wie Watt. Irgendwie müssen wir uns jetzt wieder zu Watt hinarbeiten. So, wie kriegen wir daraus jetzt Watt? Die Sekunde, Quadrat haben wir von dem G. G sind 9,881 Meter pro Sekunde zum Quadrat. Das ist die Fallbeschleunigung. Das ist ein G, das ist eine 9. Und da kommt das Sekunde zum Quadrat her. So, also was sicherlich auf den ersten Blick hier mehr als störend ist und auch auf den zweiten und auch auf den dritten sind die Stunden hier. So, die Stunden müssen wir irgendwie in Grundeinheit der Zeit umrechnen. So, wie machen wir das? Eine Stunde sind 60 Minuten und eine Minute sind 60 Sekunden und dann steht da 60 mal 60 sind 3600, aber dann haben wir aus den Stunden Sekunden gemacht. Okay, so, jetzt haben wir aber immer noch nicht Watt, aber wir können uns so langsam dahin arbeiten und mal so versuchen, so ein bisschen ein paar Sachen zu gruppieren und naja, also was hatten wir denn vorhin? Wir hatten vorhin, dass ein Watt könnte man auch noch wie schreiben? Genau, Joule pro Sekunde. Ja, weil Leistung ist Arbeit pro Zeit. So, das Joule konnte man auch wie schreiben? Genau, Newton mal Meter. Also Joule sind Newtonmeter. Newtonmeter pro Sekunde. So, und jetzt ist ja die verbleibende Frage, irgendwie muss ich jetzt das Newton vielleicht noch umschreiben. Ja? So, wie kann man Newton umschreiben? In SI-Basiseinheiten. Und die Lösung steckt so ein bisschen in der Formel hier drin. Genau, weil das ist ja Newton, das hat Kilogramm, das hat Meter pro Sekunde zum Quadrat. Also ein Newton, schreibe ich immer noch mal hier drüber hin, ein Newton ist das gleiche wie ein Kilogramm mal, ja, Kilogramm mal Meter durch Sekunde zum Quadrat. So, also aus dem Newton kann ich jetzt schreiben, Kilogramm mal Meter durch Sekunde zum Quadrat und dann habe ich immer noch ein anderes Meter und noch eine andere Sekunde dazu stehen. Ja, und die könnte ich jetzt zusammenfassen, aber eigentlich brauche ich das gar nicht, weil das ist genau der ganze Zauber, den ich hier habe. Ja, hier steht nämlich Kilogramm mal Meter durch Sekunde zum Quadrat mal Sekunde. Und deswegen kann ich jetzt Trick 79 machen und streiche das weg und 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 schreibe dafür hin Watt. Weil habe ich ja gerade hier gezeigt, dass ein Watt genau das gleiche ist. Ja, so, also da kommt schon mal Watt raus. Aber jetzt kann man den ganzen Rest noch im Taschenrechner zusammenrechnen. Und
dann sollte da irgendwie ein Zahlenwert rauskommen. Und der sollte im Idealfall schon mal irgendwie in der Größenordnung von denen da liegen. Ja, weil das haben wir gesagt vorher, das wäre irgendwie gut, wenn das so wäre. Genau, so, das klingt schon mal in meiner Erinnerung irgendwie plausibel. Jetzt kann man sich überlegen, ob man hier die 0,5 angibt, ob man das auf ganze Watt rundet. Das würde wahrscheinlich vollkommen ausreichen, das auf ganze Watt zu runden, aber die 0,5, da können wir auch mit hinschreiben. So, das ist jetzt auf jeden Fall die Leistung, die wir brauchen, um das Wasser hochzuheben. So, und das Wasser wird jetzt eben hochgehoben von einer Pumpe, die hat 70% Wirkungsgrad, und die Pumpe wiederum wird angetrieben von einem Motor, der hat 90% Wirkungsgrad. Also Sie könnten uns so einen kleinen, so ein Energieflussdiagramm irgendwie hinmalen, ja, und sagen, also ganz am Anfang hier geben wir mal elektrische Energie rein, das ist ja die, die wir suchen, ja, und die geht jetzt in einen Motor. Und der Motor hat eben diesen Motorwirkungsgrad. Und deswegen kommt da weniger Energie raus. Die nenne ich mal PM. Oder ja, P mechanisch können wir auch nennen. Also aus dem Motor kommt mechanische Energie raus, die geht in die Pumpe rein. Und es gibt auf jeden Fall auch Verluste, die da rauskommen. 90% kommen hier an, 10% kommen hier an. Also das können wir gleich hinschreiben, ist das gleiche wie Eta Motor mal die Leistung, die in den Motor reingeht. So, und dann geht die mechanische Energie als nächstes in die Pumpe. Und die Pumpe hat auch einen bestimmten Wirkungsgrad. Und die macht auch wieder Verluste. Und hier kommen jetzt eben nur 70% am Ausgang an und 30%, zumindest von dem, was da rein, an der Stelle reinkommt, kommen hier unten als Verluste raus. Also können wir sagen, ne, das, was hier rauskommt, P, das ist ja die Leistung, die an dem Wasser verrichtet wird. Das ist eben die mechanische Leistung, die da vorne reinkommt, mal Eta von der Pumpe. Und die mechanische Leistung, ja, wenn wir jetzt das von hier einsetzen, dann ist das die elektrische Leistung mal den Wirkungsgrad von dem Motor und nochmal mal den Wirkungsgrad von der Pumpe. So, und jetzt sind wir im Prinzip fast fertig. Ich gucke nebenbei ein bisschen auf die Uhr. Ja, das hier haben wir ja gerade schon ausgerechnet. Das ist das, was hier oben steht. Die Wirkungsgrade kennen wir auch. Das, was wir jetzt hier haben wollen noch, ist die Leistung, die elektrische von dem Motor. Und die schreibe ich jetzt einfach hier hinten hin. Also P elektrisch, die gesuchte Leistung, die in den Motor reingeht, die ergibt sich jetzt aus der Leistung, die wir gerade schon ausgerechnet haben, die von dem Wasser verrichtet wird, geteilt durch diese beiden Wirkungsgrade, geteilt durch das Produkt von dem Wirkungsgrad von der Pumpe und von dem Motor. So, und das ist jetzt irgendein Wert, den wir da gerade schon ausgerechnet haben, 1363 Watt. Und jetzt teile ich, also jetzt andersrum gesprochen, ja, also die Leistung, die hier vorne reingeht, muss die größer sein oder kleiner sein? Nee, hier gehen ja immer noch Verluste verloren. Die muss größer sein. Ja, also das, was ich hier vorne reingebe, klar, ne, klar. Deswegen sage ich ja, ne? Also das, was hier vorne reingeht, das muss auf jeden Fall größer sein, weil hier geht ja ein bisschen Verlust verloren, hier geht ein bisschen Verlust verloren und am Ende müssen noch die 1300 irgendwas bei rauskommen. So, also das, was wir vorne reingeben, das muss auf jeden Fall größer sein. Jetzt können wir hier so auf die Formel gucken. Wir nehmen hier den Wert und wir teilen durch was, was kleiner als 1 ist. Wir teilen durch was, was kleiner als 1 ist und das heißt, das Ergebnis wird größer. Und das ist auch sinnvoll, dass das so ist. So, jetzt könnt ihr das noch irgendwie einfach ausrechnen und dann kommen da 2100 irgendwas raus oder sowas. Das ist jetzt so der Zahlenwert, den ich im Kopf habe. Hat das mal jemand rasch durchgetippert?
Ja? Und ich meine, im Grunde hätte man sich jetzt das Ganze hier unten auch im Prinzip sparen können, ist ja einfach nur die Frage, was mache ich denn mit den Wirkungsgraden? Muss ich da mal rechnen oder muss ich durchrechnen? Und in unserem Fall müssen wir jetzt, ne, wenn wir diese sozusagen Eingangsleistung, die elektrische Leistung haben wollen, die muss ja größer sein als das, was am Ende bei rauskommt. Deswegen müssen wir durch die Wirkungsgrade teilen, damit da was Größeres bei rauskommt. Sonst wäre das irgendwie nicht sinnvoll. Ja, weil ansonsten, klar, multipliziert man mit Wirkungsgraden, weil man ja die Leistung am Ende raushaben will, Ausgangsleistung abzüglich der Verluste. Und das hier unten ist jetzt auch wieder so nice to have, nice to know oder so ein bisschen Herleitung, warum die Formel am Ende so ist, wie sie so ist. Aber man hätte auch an der Stelle im Prinzip einfach sagen können, naja, ich muss ja mehr reinstecken, als am Ende rauskommt. Also muss ich durch die Wirkungsgrade teilen, damit das funktioniert. So, und hat das jetzt mal jemand ausgerechnet, was hier rauskommt, wenn ich 1363 Watt teile und dann eben sage, das ist doch hier das gleiche wie 0,7 und das ist das gleiche wie 0,9 und hier unten eben durch 0,7 mal 0,9 teile oder das teile durch 0,7, das Ergebnis nochmal durch 0,9 teile. Nee, denn jetzt ist es ja kleiner geworden. Also du musst irgendwie multipliziert haben oder du hast keine Klammer hier ringsrum gesetzt oder irgendwie sowas. Also interessanterweise auch was mit 63, ja, aber das ist jetzt hier, glaube ich, Zufall. 2163 Watt, das ist auch ein Zahlenwert, der mir irgendwie jetzt so im Kopf herumschwirren würde, wo ich sagen würde, das habe ich schon mal gesehen, das kann ungefähr stimmen. Ja, und das ist jetzt auf jeden Fall größer als das, was total sinnvoll ist. Und es passt eben größenordnungsmäßig noch in diesen Bereich rein. Wie ich so sage, das könnte man eben an einer normalen Steckdose betreiben. Diese Pumpe, die jetzt diesen Pool mit diesem Volumen in dieser Höhe an ein netter, sonniger Hanglage innerhalb von einer Stunde mit Wasser füllt, sodass dann Gäste kommen können und da drin planschen können.